Guten Tag. Januar 2016, Fort Lauderdale, Florida. Wir, das Team von Schoner Autobrokers, sind hier in Fort Lauderdale, ein sehr anerkanntes, großes und etabliertes Maklerhaus. Unsere Aufgabe ist es, für unsere Kunden, überwiegend Händler, aber auch private Kunden, Fahrzeuge vom nordamerikanischen Markt, USA und Kanada, leider nicht Mexiko, zu vermitteln. Das heißt, wir lokalisieren Fahrzeuge nach Vorgabe unserer Kunden. Wir machen eine Zustandsfeststellung unabhängig vom Erwerb. Wir betreiben aktive Kaufverhandlungen für unsere Kunden. Wir machen die Vertragsabwicklung. Wir organisieren die Abwicklung in Bezug auf die Zahlung über unser Andockkonto. Wir organisieren die Abholung der Fahrzeuge mit professionellen Trucking-Firmen, lizenziert und versichert. Und wir organisieren zusätzlich natürlich den Transport nach Deutschland oder wahlweise andere Häfen international. Wir haben auch viele Kunden in der UAE mittlerweile. Diese Transporte erfolgen sowohl im Container als auch hier und da RoRo. Auch diese Transporte können versichert werden. In Deutschland oder in anderen europäischen Ländern vermitteln wir ebenfalls eine Umrüstung, so dass ihr das Fahrzeug homologisiert in Deutschland oder in anderen Ländern anmelden könnt. Hier eine aktuelle kurze Auswahl von Fahrzeugen, die sich hier im Moment in Fort Lauderdale befinden. Als erstes ein Grand Prix Weißer 1987er Porsche 39 Turbo. Wie wir alle wissen, eine Ikone der luftgekühlten Porsche Baukunst. Hinten im Beige, geringe Laufleistung, Kupferfelgen, Wagenfarbe. Das Fahrzeug ist schon ein Oldtimer, da wir schaffen Fahrzeuge mit dem Herstellungsdatum 30 Jahre und älter über Holland mit 6% Einfuhrumsatzsteuer einzuführen für unsere Kunden. Dieser Wagen wurde eingelagert und reifte quasi wie ein guter Wein. Kommen wir zum nächsten. Auch ein sehr, sehr seltenes Auto. Ein 993S, ein 1997er Porsche 911 Carrera S, also ein Widebody und Handschalter. Es gibt den S auch mit Automatik in einem seltenen Pastellgelb. Nicht zu verwechseln mit dem Yellow, was ein bisschen kräftiger ist, das hier ist etwas eleganter. Auch geringe Laufleistung, 50.000 Meilen. Sehr schönes Fahrzeug, Leder schwarz. Auffällig sind natürlich auch die schwarzen Felgen. Turbo Twist. Nächstes Fahrzeug, ein Klassiker, wie wir alle wissen. Der 993 ist das letzte luftgekühlte Fahrzeug vom Porsche oder der letzte noch gekühlte 911er zumindest. Dies hier ist ein schwarzes Cabrio mit Leder in Grau. Auch sehr beliebt Handschalter, wobei wir die Tiptronic genauso empfehlen, gerade bei Cabrios und Targas, die ja auch sehr, sehr selten sind. Schwarzes Verdeck, auch vorgeprüft und bestanden. Als letztes ist für heute ein besonderes Schnäppchen, eine 67er Corvette C2 Roadster. Das Fahrzeug hat auch noch zusätzlich ein separates Hardtop, das unterwegs hierher ist, vom Chevrolet Händler aus Ohio. Ein Fahrzeug für einen Privatkunden in Deutschland. Wir haben lange danach gesucht, gemeinsam gefunden, verhandelt, überprüft, schließlich gekauft und hierher gebracht und der bewegt sich bald weg. Wie Sie sehen, ist das nur ein kleiner Querschnitt. Schoner Autobrokers hat auch einen weiteren Schwerpunkt auf Neufahrzeuge. Sehr gut sind wir im Bereich Ford,
aber auch Chevrolet. Der neue Camaro, der 2016er, ist von verstärktem Interesse. Sie können bei uns diese Fahrzeuge für den Export erwerben, gebraucht, neu. Und auch für die Schweiz bieten wir sogenannte Genossenschaftslösungen im Bereich der CO2-Abgabe an. Da wir uns hier nun schon bei unseren deutschen Verschiffungspartner vor Ort befinden, werden diese Fahrzeuge nun zur Verladerampe gebracht, werden dort im Container verpackt. Der Container geht dann nach Bremerhaven, manchmal auch nach Rotterdam, bei den älteren Fahrzeugen, aber nicht zwingend. Und dieser Container geht nach Miami, verbleibt dort 3 Geschäftstage und geht dann auf die Reise nach Bremerhaven oder Rotterdam, geht zu unserem Speditionspartner und von dort in der Regel zum Umrüstpartner zur Homologisierung der Fahrzeuge. Wir hoffen, dieses Video war informativ für Sie. Wir freuen uns jederzeit auf Anfragen per Telefon oder per E-Mail. Vielen Dank und auf Wiedersehen.